Heute geht es um die fünf besten ETFs der Marke iShares. Wir fangen an mit ETFs, die in jedes Portfolio als Basic reingehören und werden immer spezieller, mit höheren Renditen, zumindest in der Vergangenheit. Wir fangen an mit dem iShares MSCI All Country World. Der MSCI All Country World ist der perfekte ETF für alle, die sich wirklich nicht mit ihren Finanzen beschaffen wollen, weil er sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer investiert. Das bedeutet, man muss sich dabei eigentlich um nichts kümmern. Er kommt so auf 1700 der größten Unternehmen der Welt. Natürlich sind die Big Player dort Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia und Co. Es ist außerdem ein thesaurierender ETF, bedeutet, die Dividenden werden nicht ausgeschüttet, sondern gleich wieder reinvestiert. Man kann also gut und gerne 2 Jahre den ETF einfach laufen lassen und muss sich nicht um ein Rebalancing kümmern oder auch die Dividenden nicht wieder neu in den ETF stecken, weil er so einfach sich selber vermehrt. Der All Country World ist so die Currywurst unter den ETFs. Er hat eine TER von 0,2%. TER steht für Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote. Bedeutet, wenn ihr 1.000 Euro anlegt, würde das ca. 2 Euro pro Jahr kosten. Das geht absolut klar. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 10,15%. Für alle ETFs, die ich heute nenne, gibt es übrigens ein paar Kriterien, nach denen ich sie auf jeden Fall ausgewählt habe. Zuerst mal wollen wir eine TER, die nicht größer als 0,5% ist, weil alles drüber gleicht schon einem aktiv gemanagten Fonds. Außerdem wollen wir einen Fonds Volumen von über 500 Millionen Euro, weil sonst die Gefahr besteht, dass der ETF zugemacht wird. Dabei verliert ihr kein Geld, aber es ist einfach nervig. Der ETF muss außerdem sparplanfähig bei Trade Republic und Scalable Capital sein, weil die meisten von euch diese Broker benutzen. Das ist aber bei iShares automatisch der Fall. Als nächstes haben wir den iShares Core MSCI World. Darin enthalten sind wieder die Großgewichte Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia und Co. Und der MSCI World investiert ausschließlich in Industrieländer. Bedeutet, nicht wie beim All Country World sind dort die Schwellenländer mit integriert, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die Industrie, Nationen, Industrieländer und dabei hat Amerika tatsächlich einen Anteil von 69% des ETFs. Das birgt ein gewisses Klumpenrisiko. Die einen können damit leben, die anderen wollen es lieber nicht. Zum Vergleich, der All Country World hat ein USA-Gewicht von immerhin auch stolzen 61%. Die durchschnittliche Rendite bei diesem MSCI World betrug die letzten 10 Jahre 11,11%. Also ein Ticken höher als der All Country World, weil die Schwellenländer nicht so gut performen. Der MSCI World hat eine TER von 0,18%. Als nächsten ETF haben wir den iShares Core MSCI Emerging Markets. Der konzentriert sich jetzt nicht auf die Industrieländer, sondern investiert ausschließlich in Schwellenländer wie China, Taiwan, Indien, aber auch Saudi-Arabien. Er hat eine TER von 0,18%, also gleich wie der MSCI World. Der ETF ist natürlich etwas riskanter, weil er beispielsweise politischen Risiken ausgesetzt ist. Eins der größten Unternehmen im MSCI Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor. Die machen Mikrochips für die ganze Welt. Und dieses Unternehmen hat das ständige Damoklesschwert über sich, das es zum Konflikt zwischen China und Taiwan kommt. Das wäre absolut nicht förderlich für TSMC. Es gibt sogar Gerüchte, dass die ihre Industriehallen vermint haben. Und sobald da jemand Falsches den Fuß reinsetzt, fliegt das ganze Ding in die Luft. Auch Warren Buffett hat seine Investition in TSMC stark reduziert. Außerdem ist ein Denkfehler, den ich immer höre, dass China oder Indien natürlich die aufstrebenden Märkte der Zukunft sind. Wenn jetzt aber so ein Land wie China oder Indien aufstrebendes Land der Zukunft wird, beziehungsweise wenn die Bevölkerung dort einen massiven Reichtum erlebt, wie das bei China und dem aufstrebenden Mittelstand der Fall war, dann bedeutet das ja nicht zeitgleich, dass US-Unternehmen oder europäische Unternehmen davon nicht auch profitieren. Ich hatte letztens eine chinesische Delegation als Kunden da, die sind mit Mercedes vorgefahren, haben Louis Vuitton-Schüchen getragen und ihr iPhone ausgepackt. Mercedes, eine deutsche Firma, Louis Vuitton, ein französisches Konglomerat namens LVMH und Apple natürlich mit den iPhones. Bedeutet auch diese Unternehmen, die momentan schon Marktführer sind in ihrem Segment, profitieren von aufstrebenden Mittelständen. Die Rendite des MSCI Emerging Markets konnte ich jetzt nicht über 10 Jahre rausfinden, aber seit Auflage hat sie gerade mal 3,5% pro Jahr gemacht, was natürlich nicht so der Reißer ist. Es heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht doch umgedreht sein kann, dass die Schwellenländer besser performen als die Industrieländer. Der nächste ist der iShares Core UCITS S&P 500. Jetzt investieren wir ausschließlich in die 500 größten Unternehmen der USA. Bedeutet, das Klumpenrisiko ist phänomenal. Wenn die USA bergab runtergehen, dann geht dieser ETF das mit Sicherheit auch. Wir verzichten nämlich komplett auf Europa und auf alle Schwellenländer.
Ausländer. Bedeutet, da sind nur die 500 Big Bosse der USA vertreten. Darunter natürlich wieder Apple, Microsoft, Nvidia und die ganzen großen Player. Die Durchschnittsrendite der letzten 10 Jahre betrug tatsächlich 14,27% pro Jahr und damit hat er alle ETFs, die ich bisher genannt habe, outperformed. Der Grund dafür ist aber, dass die großen Tech-Unternehmen, ein Microsoft, ein Nvidia und ein Apple, so stark durch die Decke gegangen sind in den letzten Jahren. Wenn sich das in Zukunft aber wieder umdreht, weil beispielsweise Eisenbahngesellschaften in Indien so massiv zulegen wie ein Microsoft oder ein Apple, weil plötzlich ein wahnsinniger Warenverkehr in diesem Land vonstatten geht, dann kann sich das auch wieder ändern und dann könnte man mit einem ETF auf den MSCI Emerging Markets oder All Country World besser beraten sein. Auch dieser ETF ist ein thesaurierender ETF und hat eine Gesamtkostenquote von gerade mal 0,07%. Das liegt einfach daran, dass der S&P 500 für Amerika einen so hohen Stellenwert hat, weil es ein Maß der wirtschaftlichen Leistung des Landes ist. Deswegen können die den gar nicht zu teuer machen. Ich würde mich übrigens mega darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest und die Glocke drücken würdest. Sonst sehen wir uns nächste Woche ja gar nicht wieder. Wäre ja schade. Noch ein Ticken riskanter, aber auch ein bisschen renditestärker als der S&P 500 ist tatsächlich der iShares auf den Nasdaq 100. Jetzt konzentrieren wir uns auf die 100 Tech-Schwergewichte der USA. Streng genommen sind es nicht alles Tech-Firmen, aber sie haben einfach den größten Anteil. Und zwar ist der Anteil so groß, dass jetzt entschieden wurde, dass die Anteile der Tech-Schwergewichte in diesem Nasdaq 100 etwas reduziert werden müssen. Es handelt sich dabei also um die 100 größten Unternehmen der USA mit Fokus auf IT, Technologie und Software. Auch hier sind natürlich wieder Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Co. vertreten. In den letzten 10 Jahren hat er tatsächlich eine Rendite von unglaublichen 20% pro Jahr gemacht. Und das ist einfach der helle Wahnsinn, muss man so sagen. Und trotzdem, Vorsicht bitte für die Anfänger, wenn ihr jetzt blind in den Nasdaq 100 investiert, dann muss das nicht heißen, dass er das auch die nächsten 5 Jahre so tut. Bitte informiert euch vorher und überlegt euch mal, welche Branchen in Zukunft etwas an Fahrt machen werden und welcher Markt vielleicht schon übersättigt ist. Er hat jetzt im Gegensatz zum S&P 500 eine TER von 0,33% und ist deswegen der teuerste ETF, den ich heute genannt habe. Bei der Rendite dürfte das in der Vergangenheit auch sein. Wie gesagt, in Zukunft wissen wir nicht, was passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Wisst ihr ja, euer Max.